Hallo zusammen und willkommen zurück zur Aston Martin Karriere. Wir sind heute beim großen Preis von Großbritannien und bevor es ins Rennwochenende geht, sehen wir hier einige Upgrades werden hier noch eingebaut und wenn wir jetzt mal auf den F&E-Baum schauen, dann sieht es doch schon recht ordentlich aus. Wir können bald schon mit Red Bull oder Mercedes sogar mithalten von der Entwicklung und dann schauen wir auch gerade mal noch kurz auf die Rangliste drauf. Wir sind aktuell auf Platz 6. In den Konstrukteuren sind wir aktuell Dritter mit Aston Martin, 67 Punkte geholt. Vettel aktuell nur 11. Also mit Platz 6 können wir schon echt zufrieden sein bisher. Und dann spulen wir direkt mal weiter und schauen mal, was eingebaut wird. Besseres Material wurde eingebaut. Die Ressourcen kommen noch. So. Ja, und damit stehen wir aktuell gleich auf mit Ferrari, wobei wir hier einen ordentlichen Trend nach oben haben aktuell. Vielleicht können wir es ja gegen Ende der Saison noch mit Mercedes oder Red Bull sogar aufnehmen. Schauen wir mal, wie es in Silverstone läuft. Ab geht's ins Rennwochenende. Ins Qualifying in Silverstone. Training hat sich ganz gut angefühlt. Mal schauen, ob wir es im Qualifying umsetzen können. So, let's go. Zweite Runde. Erste habe ich eben direkt mal kurz ins Sand gesetzt. Muss es der zweite Versuch eben richten. Noch keine Zeit daher gesetzt. So, eine Runde auf Safe gehen. Qualifying war bisher nicht die Stärke. Aber schauen wir mal, wo die Zeit dann stehen bleibt. Ja, erster Sektor sah schon mal ganz sauber aus. Auch lila Sektor. Bestzeit aktuell. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt geht's gleich zu auf Cops Corner. Nicht volles Risiko, nicht Vollgas reingehen. Boah, der Curb ist mal richtig gemein. Da hätte es mich jetzt beinahe schon wieder gekickt. Der war gut. Der war sauber, der Sektor. Erstes liefen echt gut. So, Stowe. Geht auch gut durch. Ah, letzten zwei Kurven. Sah gut aus. Aktuell P8. Ja Leute, also das Qualifying ist einfach nach wie vor echt richtig schwer hier, auch in Silverstone, auch wenn wir im ersten Sektor richtig ordentlich abgeliefert haben, aber im dritten Sektor zu viel Zeit verloren dann und ja, dann ist es nur Platz 12. Sebastian Vettel von der 9, dann schauen wir mal, ob wir ordentlich Punkte mitnehmen im Rennen dann. Ab geht's ins Rennen an einem wieder einmal aus dem wunderschönen Tag. Motorsport und dem Geburtsort der Formel 1 Weltmeisterschaft. Es ist kein Regenrennen heute. Und Zeit für den großen Preis von Großbritannien. Heute unterhält sich Stefan Römer mit mir. Let's go. Unsere Fahrer haben wahrscheinlich einen harten Tag vor sich. Erste Startreihe Mercedes. Achten, wenn sie gleich auf die erste Kurve zufahren. Der Start eines Rennens ist immer da steht der Teamkollege. Moment. Bottas führt mit 108 Punkten. Einen sauberen Start hinlegt. Das ist vor Hamilton mit 94. So viele Fahrer auf so kleinem Raum. Es spricht für die Fähigkeiten der Fahrer, dass es nicht mehr Vorfälle gibt. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Die geben sich's richtig, im die Rest zwei. Der Startaufstellung haben richtig wir heftig. Leclerc, Perez, Max Verstappen, Verstappen und Norris, Ricardo, nicht so auf Pace Vettel, Gasly, aber Ricardo war wieder auch besser. So, wir standen von der 10 sogar. Zunoda, doch ein bisschen weiter vorne. Und Sainz. So, wer hat die Strafen kassiert? Mick Schumacher, George Russell und Nicolas Latifi. Fernando Alonso und Kimi Räikkönen rundet die Startaufstellung so, also wir starten also auf jeden Fall weiter vorne. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Dann starten wir wohl von P10. Alles klar, dann haben wir freie Reifenwahl, auch nicht schlecht. Dann können wir hier mal auf die Medium gehen und wir werden im zweiten Stint dann einfach die Soft nehmen. Dann starten wir wahrscheinlich als einziger mit den Medium-Reifen und nehmen 26 oder 27,5 nehmen wir mit, das müsste eigentlich reichen. Und dann schauen wir mal, wie es beim Heimrennen hier läuft für Aston Martin. Let's go. Ab geht's in dieses Rennen. Hamilton an, Vettel direkt voraus. Let's go. Ja, ordentlich Wheelspin, nicht ordentlich weggekommen mit den Mediums.
ganz, ganz schwer beim Start mit den Gelben. Dann können wir uns wie im Viertel hinbremsen, komm. So, aber Traktion wird einfach echt schwer hier raus. Aber vorbei. Vorbei an Vettel mit den schlechteren Reifen. Oh, Vettel wieder nebendran. Geht da durch. Hat er mehr Grip? Durch die langgezogene rechts. So, und jetzt Cops. Das wurde jetzt natürlich interessant. Voll im Tank. Ich traue mich da nicht Vollgas durch. Da fliege ich nur ab. Ist irgendwie dieses Jahr in diesem Game echt schwer. Manche Curbs dann irgendwie mit Vollgas mitzunehmen. Wir reihen uns mal ein hier. Hinter Vettel. Vettel, einen Platz verloren. Alles im Lot. Die Medium-Reifen sollten jetzt dann auch bald funktionieren. Bald warm werden. Erste Runde auf jeden Fall überstanden. Und Ricardo immer noch der Rivale, der hier auf der 8 fährt. Vielleicht kommen wir sogar noch weiter vor mit den Mediums. So, jetzt der Angriff gegen Vettel. Gegen den Teamkollegen, aber es reicht nicht. Jetzt vielleicht eine andere Linie fahren. Jawohl, das haben wir früher am Gas. So, jetzt durch Cops. Na, so geht das. So überholt man durch Cops durch. Aber Vettel ist noch da. Vettel ist noch da. Und so schnell verliert man wieder zwei Plätze. Konnte ich nicht mehr einlenken. Da war der Winkel dann zu spitz für die Kurve. Zu früh gefreut. So ein cleanes Manöver gehabt. Aber an Tsunoda geht's nochmal vorbei. Okay, auf ein neues. Auf ein neues. Nah genug dran wären wir. DRS-Reichweite. Ricardo, dann Gasly, dann Vettel. Aber alle eben auf den Softreifen. Flügel geht auf. Vielleicht kommt nochmal ein Angriff. Vielleicht haben wir nochmal die Möglichkeit hier. Jawohl, sehr schön rausbeschleunigt. Vielleicht auch die Hangar Straight. Aber da ist einfach kein Grip hier in Cops und auch in den S's wahrscheinlich zu wenig gegenüber den Softfahrern. Ja, da verlieren wir einfach richtig an Boden. Dirty Air kommt noch dazu. Und dann reicht es einfach auf der Geraden nicht mehr. So, aber jetzt. Gegen Vettel. Vorbei. Aber jetzt müssen wir halt wegfahren, auch mit den Medium-Reifen. Sonst sieht das die Strategieabteilung nicht so gern, was wir hier tun. Na, rein geht's. In Runde 9. Gasly können wir kriegen. Auf der 8. Direkt im DRS-Fenster.
da auch Probleme raus zu beschleunigen. Flügel geht auf. Vettel haben wir ein bisschen auf Abstand jetzt. Hat da nicht ganz mitgezogen. Sieht gut aus für die nächste lange Gerade gegen Gasly. Ricciardo kommt da aber auch nicht weg. Aber jetzt werden wir gleich wieder einen Nachteil haben. Müssen wir ordentlich vom Gas gehen. Durch die verwirbelte Luft. Jawohl, DRS geht auf, aber Gasly auch. Jetzt haben wir die Energieladung raus. So, Gasly außen vorbei. Nice, next one. Ricciardo. Aber der wird jetzt auch gleich an die Box abbiegen. Da ist er schon. Und damit werden wir wahrscheinlich jetzt hier gleich die Führung übernehmen. Let's go. Volle Attacke. Gap to car in front is 1.8 seconds. Bottas und Hamilton holen mit Riesenschritten auf. Von dem her gehen wir jetzt gleich rein. Oh, bisschen früh gebremst, bisschen arg früh. Aber eine Strafe dürfen wir jetzt hier auch nicht kassieren. Holen mit riesen Schritten auf die 2. Und jetzt müssen wir natürlich den Boxenstopp machen. Auf die Softreifen. Eine Runde früher als geplant. So. Der Boxenstopp, der kostet natürlich sehr viel Zeit hier in Silverstone. Go, go, go. Aber jetzt haben wir den Vorteil. Bottas, Hamilton, Perez durch. Verstappen kommt jetzt, Leclerc kommt, Norris und Ricciardo biegen in die letzte Kurve ab. Und sind auf Startziel. Ah, Vettel geht wieder vorbei. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Vettel wieder vorbei. Die letzten paar Runden waren nicht gut genug, um vorne zu bleiben. Die Softreifen, die laufen jetzt natürlich besonders gut. Im Gegensatz zu den Kollegen hier vorne. Vielleicht gibt es jetzt schon die erste Attacke. Gasly wird auf jeden Fall nochmal Vettel angreifen. Gleich auf der langen Geraden. So, jetzt bin ich gespannt, wie es jetzt hier durchgeht. Und wie viel mehr Grip im Gegensatz zu den Medium-Reifen. Aber auf der Geraden reicht es noch nicht ganz. Wieder die übliche Stelle. Und außen. Dann kommen wir besser durch Stowe einfach durch. Und direkt die schnellste Runde noch geholt. Nice one. Und wieder sind wir im Kampf gegen Vettel. Komplett entgegengesetzte Strategie bei diesem Rennen. Die aber scheinbar ganz gut funktioniert. So, jetzt kommt der Angriff. Reicht noch nicht. So, jetzt aber mehr Schwung. Und da sind wir vorne. Vettel kommt nochmal zurück. Wow, krank. Wie hat er denn das außen gemacht? Mit seinen Medium-Reifen. Außen nochmal vorbeigegangen. So, jetzt hat er keine Chance mehr. So, ganz vorsichtig gebremst. Hätten wir einen Ticken später sogar noch können. Aber vorbei an Vettel. Benzin wird knapp. Benzin wird doch knapp. Knapper als ich irgendwie dachte. Runde 21.
Steuerelektronik, die scheint sehr mit Leidenschaft gezogen zu sein. Sogar vielleicht außen vorbei, nee, da geht es einfach nicht. Jetzt! Mit der ist an Ricardo vorbei. Komm, komm, komm. Ricardo nochmal innen. Ah, oh, wir sind durch. There's 5 laps of fuel remaining. Und der Sprit wird richtig knapp. Wir sind jetzt im Minusbereich. Das heißt, wahrscheinlich wird das Auto jetzt dann wieder langsamer. Doch zu wenig Sprit. Mist. Ich bin gespannt, ob es für Norris noch reicht. DRS haben wir. Oh, da hinten kommt Vettel nochmal angeschossen. Vettel auf der 9. So, Lift and Coast. Weiß nicht, ob das jetzt noch bringt. Geht sogar ans Gras rein. Scheint alles gut zu gehen. Es wird wahrscheinlich auf den letzten Metern wird die Power dann noch fehlen. Also die von hinten machen natürlich jetzt auch Druck. Vettel, der da von hinten angeschossen kommt. Vettel schon auf der 8. Und Ricardo ist da richtig durchgereicht worden. So, DRS gegen Norris. Volle Attacke. Müsste reichen, müsste reichen, müsste reichen. Sind durch. Und damit auf Platz 6. Oh, das wird jetzt schwer. Mit zu wenig Benzin hier an Bord. Das noch irgendwie zu behaupten. Und die Softreifen sind jetzt wahrscheinlich auch schon ordentlich angeknackst. Und Vettel kommt da hinten. Oh, Wahnsinnsrennen. Norris im Windschatten mit DRS. Oh, dieses Rennen verlangt dem Motor alles ab. Kann nicht mehr so viel Power geben. So, wir haben Gelb. So, da kommt Norris angeschossen. Und Ricardo ausgeschieden. Oh, keine Chance jetzt hier raus. Also Ricardo ist da langsamer geworden, hat das Auto abgestellt. Und jetzt müssen wir verteidigen mal auf der rechten Seite gegen Norris. Zu weit raus. Immer noch Seite an Seite. Oh, die Steuerelektronik ist richtig kaputt jetzt. Zu hohe Überlastung. Oh, er geht innen durch. Und Vettel kommt da angeschossen jetzt. Da haben wir das DRS von Norris geklaut und Vettel schießt da vorbei. Schießt vorbei an Norris. Damit Vettel wieder im Rückspiegel. Oh, what a race. Und Vettel zieht da innen rein, will da innen durchgehen. So, jetzt bin ich natürlich arm dran hier gegen Vettel. Vettel versucht's durch, Kops durch. Was ist das für krankes Racing hier in Silverstone? We have 2 laps of fuel remaining. Gasly kommt da auch noch. Gasly ganz innen.
zu dritt. Vettel geht nochmal rein. Vettel hatte wohl einen Flügelschaden, glaube ich. Hat sich da den Flügel lädiert vielleicht. Dadurch, dass er da reinstechen wollte. Letzte Runde in diesem Rennen. Aktuell richtig gut Punkte. Aber Norris und Gasly direkte Rückspiegel. Beide mit DRS. So, Norris jetzt. Okay, gap ahead is 10.3 seconds. Norris innen. Ah, Norris ist durch. Norris geht durch. Gasly wird auch durchgehen. Keine Power mehr. No power. So, DRS, aber Gasly kommt da angeschossen. Und geht auch vorbei. Und damit verlieren wir hier doch beide Plätze. Oh, ein Trauerspiel. In der letzten Runde dieses Rennens hat die Power einfach nicht mehr gereicht. Das gibt's ja nicht. Wegen dem Benzin. Fahrer des Tages Alonso. Aber was für kranke Battles bei diesem Rennen, ey. Schauen wir hier gerade nochmal drauf. Wir gehen rein gegen Lando und kommt gerade so vorbei und dann geht natürlich das DRS auf und Seite an Seite geht's auf die Gerade und da hat Lando ein bisschen der Schwung gefehlt und da in diesem Moment geht Vettel vorbei und zieht da innen rein und jetzt kommt die Attacke von Vettel. Eine ganz, ganz leichte Berührung, aber es sah nicht so aus, wie wenn Vettel da irgendwie einen Teil verliert. Es sieht so aus, wie wenn bei Vettel eigentlich alles in Ordnung wäre. Schauen wir gerade mal drauf auf den Flügel. Nee, es sieht eigentlich alles gut aus. Also Vettel, keine Ahnung, warum er in die Box ging. Da hat es eigentlich keine Berührung mehr gegeben. Da muss irgendein Problem bei Vettel gewesen sein, vermutlich. Keine Ahnung, dass er da danach in die Box geht. Boah, viel zu krank. Geht's hier zu viert durch. Zu dritt. Das müssen wir nochmal anschauen. Zu dritt hier. Einfach zu dritt durch Stoll. Und es geht einfach gut. Einfach zu dritt da durchgefahren. Crazy. Und Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg an. Mercedes macht das Ding mal wieder. Wahrscheinlich. Stefan, sag mir, was hat Ihnen ja, heute Hamilton. Dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Hamilton gewinnt. Boah, das es war mal viel zu krank. Etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es bisschen vor allem mehr in der Sprit. Qualität des Autos. Ein bisschen mehr Sprit. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Was war das bitte für ein Wahnsinnsrennen? Am Schluss reicht's nur für Platz 8. Leider, der Sprit war es dann doch. Vielleicht doch ein bisschen mehr mitnehmen sollen. Vettel wird dann nur noch 13. Bottas führt hier ganz knapp vor Hamilton. Und wir sind leider abgestürzt auf den 4. Platz. Aston Martin. Ferrari und Aston Martin liefern sich da ein richtiges Duell. Ja, Leute, aber ein richtig nices Rennen hier abgeliefert in Silverstone. Und schaut euch mal an, wie dreckig das Auto hier ist. Also hat ordentlich was einstecken müssen. Und richtig nice Fights gegen die beiden McLaren. Und vielleicht haben wir beim nächsten Rennen auch wieder so viel Action. Und dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir vielleicht wieder gegen die beiden McLaren hier kämpfen. Richtig nice war das. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.